Wer ist denn die beste? Wer ist die beste? Wer? Aus dem Team? Ja. Pff, oh mein Gott. Muss ich jetzt eine Single-Frau nennen oder, auch ein, oder ja, ist das egal? Was am besten drauf passt, das ist ja auch ganz egal. Boah, vielleicht Sophie. Also sie sieht so aus, sie sieht also blond und diese Eyelashes, also sie sieht schon ein bisschen aus wie ein Bachelorette. Also ich kenne sie noch nicht gut genug persönlich, aber wie sie aussieht, würde ich sagen, würde sie eine gute Kandidatin sein. Lena? Also Lena Gößling? Das könnte auch Lena sein. Ja? Mit ihren schönen Augen, glaube ich, von äußerlichen und so, ja. Da rufen einige an, um mitzumachen, kann ich mir vorstellen. Mir ist gerade Frido eingefallen, aber ich weiß gar nicht, wieso. Frido? Carina vielleicht, aber die ist ja schon vergeben, deswegen. Ha. Ich weiß gerade, die Beziehung schaut es von allen nicht, deswegen. Vielleicht. Sarah? Ja? Ja, Sarah, du? Ja, aber vom Aussehen würde ich Carina sagen, die sind ja immer ein bisschen. Die ist ja schon. Ah, ich höre auf zu reden. Carina, Punkt. Ist eine Gruppe, wo. Es gibt ein paar Spielerinnen, die immer guckt, dass diese Bachelorette, aber wer, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ingrid Eng. Ich will Sarah Dersun sagen, weil ich weiß, dass sie gerne das gucken und ja, dann muss ich sie sagen. Das nächste weiß ich, dass ihr das definitiv immer als Grüppchen guckt sogar. Wir gucken mit ein paar Leuten immer zusammen Bachelorette und Das stimmt ja überhaupt nicht. Nein, wenn man sowas zusammen guckt, dann muss man da auch zu stehen. Und die perfekte Bachelorette wäre wahrscheinlich Sarah in diesem Zusammenhang auch wieder. Weil sie initiiert das Ganze dann doch immer mehr als alle anderen und deswegen würde ich die Rolle ihr zuschieben. Ja, wir sagen eigentlich immer, dass Pia Wolter die nächste Bachelorette sein muss. Also wir haben ihr eigentlich ein Limit von 2021 gegeben. Wir haben immer gesagt, irgendwann melde ich mich da an und gehe auf Männersuche, von daher. Wir arbeiten weiterhin daran und eventuell Pia, du kannst dich bewerben, mach es. Ja, ich glaube, meine Bewerbung ist schon abgeschickt von denen.